Hey Leute, ich konnte nicht warten. Wir machen wirklich direkt weiter. Nick! Hey, wie sieht der Plan aus? Hey, Valentine. Sprich Hast mit du mir. Jetzt Zeit zum Reden? Ich habe immer Zeit für dich, mein Freund. Stimmt was nicht? Stimmt was nicht? Nein, nein. Alles in Ordnung. Wir reisen nur schon so lange miteinander. Und ich dachte mir, dass unser Informationsfluss etwas einseitig ist. Ich weiß einigermaßen über deine Schmutzwäsche Bescheid. Aber du weißt noch immer so gut wie nichts über mich. Ich dachte mir, ich bringe das mal ins Lot. Also, gibt es etwas, was du wissen möchtest? Naja, wo fangen wir an? Wer bist du? Das ist wirklich, das ist die beste Frage. Ich mag diese Frage. Okay, wer bist du, Nick? Nach der Antwort auf diese Frage suche ich selbst schon verdammt lange. Same, mein Freund. Ich weiß, dass ich ein Synth bin. Echte Institutshandarbeit. Aber ich bin immer noch mechanisch. Nicht genmanipuliert wie die schicken Synths, die heute ihr Unheil treiben. Ich gehe in die Werkstatt, nicht zum Arzt. Aber meine Erinnerungen, meine Persönlichkeit gehören einem Polizisten, der sich vor dem Krieg zu einem Experiment bereit erklärt hat. Sie haben sein Gehirn eingelesen und es auf die Hardware kopiert, die zwischen meinen Ohren sitzt. Keine Ahnung, warum sie einen Roboter programmieren, der auf einem Vorkriegspolizisten basiert und nicht auf einem Mathe-Genie oder einem Genforscher. Aber hey, vielleicht hat das Institut mich deswegen auf den Müll geworfen, anstatt mich zu einem ihrer Kidnapper zu machen. Du bist aus meiner Zeit? Moment mal, der ursprüngliche Nick stammt aus meiner Zeit? Definitiv. Und deshalb war es, als ich endlich hier draußen war, ein echt unsanftes Erwachen. Das kann ich mir vorstellen. Ich weiß noch, wie ich in einem Müllhaufen zu mir kam. Mein Körper zerfetzt und mein Kopf voller Erinnerungen eines Mannes, der seit 200 Jahren tot war. Ich muss wohl nicht erwähnen, dass das ein paar verwirrende Wochen waren. Damals wussten die Leute noch kaum etwas über Synths. Als ich schließlich Menschen begegnete, waren die meisten eher vorsichtig als feindselig. Aber die Kinder, die hatten keine Angst. Ich glaube, sein Name war Jim. Der erste, der mich nach meinem Exil aus dem Institut ansprach. Mein erster menschlicher Kontakt in dieser Welt. Hat mich eine Stunde lang ausgefragt. Als sie sahen, dass ich harmlos war, kam auch der Rest der Nachbarschaft, um sich den mechanischen Menschen anzusehen. Am Ende war es ein echt netter Abend. Der Mechaniker dort hat mir sogar eine kostenlose Inspektion verpasst. Diese Leute haben mich wie einen echten Menschen behandelt. Seitdem versuche ich, mich dafür zu revanchieren. Das findet man hier draußen nur recht selten. Mir ist aufgefallen, dass dir das am Herzen liegt. Mit ein Grund, warum ich noch immer hier bin. Oh. Das klingt ja super. Du warst ein Freak, den man begafft. Gutes führt zu Gutem. Wenn du gut zu Menschen bist, sind sie gut zu dir. Daran glaube ich ganz fest. Ganz deiner Meinung. Nun, bevor ich dich jetzt komplett zu Tode langweile mit meinen Anekdoten, sollten wir lieber aufbrechen. Naja, okay, warte. Hey, hast du was auf dem Herzen? Ja. Schau dich um. Mach ich. Aber du hast jetzt nicht sowas wie Piper. Piper hatte eine echt coole Waffe, die ich hier klauen konnte. Du hast eigentlich den normalen Stuff. Du hast den normalen Stuff. Na gut. Somit würde ich sagen, wir trennen uns von Nick. Finde Virgil. Sprich mit Jack. Okay, es sind wieder viele Quests. Okay. Hey, Nick, bin ganz hör mir kurz zu. Nick. Wobei kann ich dir helfen? Hast du... Warte mal. Wie geht es dir, Nick? Naja, mir gefällt, wie du die Dinge in letzter Zeit anpackst. Okay. Wenn du das meinst. Ja, finde ich super. Okay, gut. Wegschicken. Es ist Zeit für dich zu gehen, Nick. Deine Entscheidung. Ich warte zu Hause auf dich, wenn du es dir anders überlegst. Was ist denn zu Hause? Die Burg. Soll ich dich in die Burg schicken? Ach komm, geh nach Sanctuary. Sonst habe ich nur Probleme. Ich kann mir das sonst nicht merken. Na gut. Okay, dann sind wir jetzt der Lone Ranger. Der Lone Ranger, meine Lieben. Wartet, wie ist unsere Traglast? Ja, gut, obwohl dadurch, dass wir alleine unterwegs sind, wobei wir das nicht lange sein werden. Wir gehen nach Good Neighbor.
Da wollte ich eigentlich ein bisschen vorwärts machen. Ich glaube, Silver Shroud. Ich glaube, das würde ich eigentlich gerne kurz hinter mich bringen. Wie das klingt. Hey. Hi. Cleo. Jede Waffe, die du hier siehst, könnte ja, den Unterschied zwischen Leben und Tod. Das ist fantastisch. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzubieten. Genau, ich habe vor allen Dingen habe ich Waffen für dich. Hier, 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 und hier. Siehst du das? Du gibst mir gar nicht so viel Geld, meine Liebe. Du gibst mir nicht so viel Geld, wie ich es gerne hätte. Ah, verflucht. Aber wir nehmen ein bisschen Munition dafür. Wir nehmen ein bisschen Munition. Naja, viel, für viel reicht's dann auch nicht. Wir könnten natürlich, ja, komm, es sind 27 Tote. Ihr wisst's. 27 Tote. wir könnten natürlich den Level-Up in bessere Preise investieren. Aber ganz ehrlich, das ist doch verschwendet. Das ist doch verschwendet. Nein! Wir holen uns einen neuen Gefährten. Jemanden mit einem etwas, ich sag mal, lockereren Gefühl für... Wie sagt man? Na los, sing mein Täubchen. Na, daneben nicht. Warst du schon mal im Kill or Be Killed? Nein. Da echt nette Waffen. Hm. Ich mag die Musik. Also gut, jetzt sprechen wir hier mit MacGeady. Was ist denn so wichtig? MacCready, sorry. Du alter Irischer. Suchst du noch immer nach Arbeit, MacCready? Kommt drauf an. Bist du bereit, 250 Kronkorken auf den Tisch zu legen? Also mein Freund, dafür musst du zu weniger nehmen. Man kann immer falschen. Wie wäre es mit 200? Hast du was an den Ohren? Ich hab dir doch gerade gesagt, dass nicht gefeilscht wird. Also bist du dabei oder kann ich wieder weiter trinken? Ich bin ein hoffnungsloser Optimist. Wir sind im Geschäft. Na also, geht doch. Gut, Boss. Meine Knarre gehört dir. Geh vor. Ich hoffe, das Geld sehe ich wieder, mein Lieber. Ich hoffe, das sehe ich wieder. Also gut. Was haben wir hier? Okay, das ist alles verbrannt. Hey, Schwester, wie geht's? Was macht mein Kerl? Er hat ein Scharfschützengewehr. Das ist natürlich auch Dufte. Nein, er hat ein bisschen eine lockerere Moral, sagen wir es so, als jetzt Nick. Es gibt nichts Schöneres, als von Müll begrüßt zu werden, der nach Pisse stinkt. Ich hoffe, das hast du nicht auf mich bezogen, mein Lieber. Ich hoffe, das hattest du nicht auf mich bezogen. Silver Shroud, sprich mit Whitechapel Charlie. Wo ist denn der Gute? Verdammt nochmal. Gut, dann gehen wir eben wieder rein. Loading Screen um Loading Screen. Leute, wir haben ja Zeit. Dankeschön. Ich versuch's. Das ist mein Naturell, den Leuten auf die Nerven zu gehen, okay? Ach, du bist Whitechapel Charlie. Dann wirst du wieder streiten. Mach Platz für zahlende Gäste. Willst du ein Bier? Wenn's dir um Magnolia geht, trink aus. Wir wollen hier keine Schmarotzer. Was habt ihr vom Fass? Ich suche Kendra. Ich suche jemanden. Kendra. Mit Kendra ist nicht zu spaßen. Die Leute, mit denen sie sich abgibt, beißen gern mal ins Gras. Wenn du sie treffen willst, lässt sich gegen eine kleine Gebühr was arrangieren. Warum wollt ihr alle... Warum wollt ihr immer alle darauf anspielen, dass ich aussehe wie ein Clown? Wegen des Huts? Ist es der Hut? Kannst du nicht wenigstens ein paar Dinge über sie verraten? Aufs Haus? Als Assassine muss man geschickt sein. Kendra ist eine Killerin. Und eine fähige noch dazu. Hör zu. Der Kampfscan zeigt, du weißt, worauf du dich einlässt. Exakt. Spar dir deine Kronkorken und gönn dir ein Lager. Na das? Ach, okay, das hat mir nichts gebracht. Ich will sie nicht anheuern. Ich will sie töten. Im Ernst? Sarkasmus blockiert manchmal meine Prozessoren. Wenn das so ist, wohnt südlich von Good Neighbor in den Water Street Apartments. Achte auf die kleinen Bengel, die sie dabei hat. Ist ein echt zähes Miststück. Viel Glück.
Na gut. Dankeschön. Ja? Töte Kendra. Hast du das gehört, MacReady? Wir werden jetzt Kendra ins Reich der Schatten befördern. Mal sehen, ob sie Zeit hat für ein Duell. Ah. Ich vermisse die Anime-Serien von früher. Ah. Vielleicht können wir das ein bisschen einfließen lassen. Na gut. Wo ist denn die Gute? Töte Kendra. Wie ist das? Hä? Ach, das ist... Ich verstehe es nicht. Na gut. Nee, das geht ja raus. Was soll der Quatsch? Ist das wirklich gleich außerhalb von Good Neighbor? Könntet ihr mich nicht als Freak bezeichnen? Oder meintet ihr MacReady? Mit dem Skill Megakritische Treffer richten kritische Treffer mehr Schaden an. Der Skill klingt interessant. Der klingt interessant. Den Skillpunkt könnten wir eigentlich gleich in Gesundheit investieren. Die nächsten interessanten Skills bekommen wir erst auf Stufe 31 oder sowas. Von daher bis da können wir ein bisschen prassen. Aber Gesundheit, denke ich, macht Sinn. Warte kurz, Level up. Seht ihr beispielsweise hier Härte etc. Das gibt es also erst auf 31. Aber irgendwo gibt es was mit Resistenz. Wo war das? Wo war ich? Nee, Action. Oh, ich such mich wieder zu Tode hier, richtig? Wo war denn das? Nee, Intelligenz. Das interessiert kein Mensch. Wir sind nicht intelligent. Hä? Ah, hier, natürlich. Du erhältst sofort weitere 20... Ja, komm. Das nehmen wir doch. Gut. Für ein bisschen Energie. Für ein bisschen Energie. Ah, das ist echt... Das ist wirklich gleich hier ums Eck. Aber... Naja, wie kommen wir am besten dahin? Nein, das ist doch Quatsch. Könntest du hier ranzoomen? Okay. Also nach hinten und runter. Nach hinten. Ist das richtig? Ich bin so ein Trottel. Wie kann ich denn... Ach, verflucht. Wie kann ich denn immer so falsch gehen? Ach, ich muss... Na gut, ich muss trotzdem um Good Neighbor rum. Verdammte Hunde! Ja, das merkst du richtig. Könnt ihr einfach durchs Feuer rennen? Bissiger Alpha-Mission. Das ist super. Ich hoffe, du wirst nicht allzu nervös, MacReady, denn das ist ein normaler Tag in deinem zukünftigen Leben, mein Freund. Okay. Wilder Ghoul. Wartet. Da reicht die doch. Na, dachte ich's mir. Habt ihr das gehört? Oh. Na, verflucht. Na gut. Hatten die was? Oh. Sieh dir das an. Komm schon. Verdammt! Hast du... Was zur... Raider-Plünderer? Könntest du dich nicht im Schussfeld befinden, mein Freund? Verflucht, das ist ja... Das war gut, kommt schon, das war gut. Also, ob ich das gewollt hätte, das ist... Aber das soll nicht der entscheidende Punkt sein. Verdammt, da bückt er sich... Warum treffe ich dich nicht, mein Freund? Ach, ich trotzdem. Ah, ihr hattet die gleiche Idee. Oh, bist du mal mutiert? Wer schießt denn da noch? Was ist mit meiner Hände? Was zur... Ich habe gerade einen Stim verwendet.
Gott sei Dank haben wir mehr Lebensenergie. Okay, wir wurden zu arrogant, Aber naja. Naja, das ist ja jetzt nicht allzu schlimm. Wir sind ja nicht weit gekommen. Okay, MacReady, du hast nichts gesehen. Du weißt, dass wir Profis sind. Warte, das reicht nicht. Na gut. Großer Fehler! Großer Fehler, da hörst du es. Da hörst du es, Hündchen. Oh! Ja, nicht nur dir, mein Freund. Nicht nur dir. Aber dann erledigen wir das jetzt anders. Bist du noch da, Goon? Ja, du bist noch da. Na gut, das machen wir wieder so, weil ich keine Munition verschwenden will. Okay, und dann hier unten war noch einer, richtig? Der kam dann rausgekrochen. Komm. Da seht ihr euch an, die Trottel. Seht ihn euch an, diesen Trottel. Wir teilen das alles, nicht wahr? Wie kommst du darauf? Du hast mich schon abgezockt, mein Freund. Du hast mich bereits abgezockt. Okay, kommen wir hier rum ohne... Nicht, dass ich Angst hätte. Aber es ist einfach... Es ist nicht etwas, das mir etwas... einen Mehrwert generieren würde. Versteht ihr? Oh, hi. Was kann ich denn für dich tun? Wir schießen ins Bein. Schieß ihm ins Bein. Yes. Exakt, MacReady. Exakt. Zuerst müssen sie die Beine verlieren. Was ist denn dir passiert, meine Liebe? Mein Lieber? Meine Liebe? Naja, ich bediene mich bei den Kronkorken. 250 hast du mich gekostet, mein Lieber. Was war hier los? Und wir haben natürlich auch immer noch den Cowboy-Hut auf. Ach ja, MacReady, daran kannst du dich auch bereits gewöhnen. Aluminium nehmen wir immer mit. Aber wir das? Nein. Nein, das waren wir nicht. Es scheint, als würde hier was anderes lauern. Nee, wir waren doch hier. Hier haben wir doch Supermutanten weggeballert. Richtig. Okay, und wo ist jetzt Kendra? Das verstehe ich noch nicht. Na gut. Verdammt nochmal. Okay, ich glaube, wir kommen näher. Ich bin aber nicht sicher. Weil da vorne gibt es auch Supermutanten. Von daher, wir könnten uns auch einfach im Kreis drehen. Das ist möglich. Kendra? Bist du hier? Nee. MacReady, halt dein Scharfschützengewehr bereit. Wir gehen gleich in den Infight. Das ist natürlich die beste Waffe, die man wählen kann. Ja, wir hätten auch schnell reisen können, richtig? Bah. War hier nicht... Na gut. Okay, wir hinterfragen das nicht, MacReady. Wir hinterfragen das nicht. Wir gehen jetzt hier rein. Water Street Apartments. Kendra! Ich hoffe, du bist gut vorbereitet. Denn der Tod, er lauert. Da? Ja, jemand da. Da kommt er mit dem Messer. Du dummer Hund. Nein! So wird das bei uns hier erledigt. Nee, exakt. Es wäre super, wenn es dir gefallen würde, wenn ich hier... Kopfschüsse verteilen würde oder so. Wisst ihr was? Bevor wir das vergessen. Kleidung. Weil hier müssen wir nicht. Verdammt, habe ich den abgelegt. Was für ein Trottel. Ich habe den. Gib mir den. Ich habe den Helm.
Habe ich weggelegt, ich Trottel. Was habe ich damit gemacht? Na gut. In meiner... wie sagt man? In meinem Drang, alles zwischenzulagern, kann das natürlich passieren. Postbote. Ich hab keine Angst, ich plündere nur gerne, okay? Ja, genau. Nichts mehr zu sehen. Sturmgasmaske, nee, komm. Wir wollen unser schönes Gesicht schließlich. Du kannst nicht schlafen, wenn Weine in der Nähe sind. Natürlich, hörst du das, MacReady? Nie können wir was tun. Gut. Okay, außer Tischventilatoren mitnehmen. Das können wir natürlich. Das Kampfmesser darfst du behalten. Hallo? Oh, hi. Hast du das überlebt? Das nenne ich mal einen bestätigten Abschuss. MacReady, deine Kommentare, die helfen. Wirklich, die finde ich konstruktiv. Die motivieren mich. Das war für gar nichts. Das war ja wirklich. Das. Willst du bourbon, mein Freund? Was? Ich habe noch nicht herausgefunden, was dir gefällt, mein Lieber. Ich habe es noch nicht herausgefunden. Komm mal her. Kämpfst du jetzt? Hey. Ja, was gibt's? Kämpfst du jetzt? Beute aufteilen? Na, Beute aufteilen. Kämpfst du jetzt mit diesem Scharfschützengewehr? Ich habe doch hier, ich habe 3 Kampfgewehre. Viel Spaß. Viel Spaß. Oh. Wer hat gelacht, als ich sagte 27 Tode? Dein Arm blutet. Ist ziemlich schlimm. Okay, das ist nicht die Art von konstruktivem Feedback, die mir helfen würde. Zwing mich nicht, diesen wertlosen Müll rumzuschleppen. Mach ich ja nicht. Okay, Kendra. Oder willst du reden? Willst du reden? Wartet. Willst du reden? Du musst Kendra sein. Und oh. Du bist die verrückte Person in dem Kostüm. Ja. Du hast Wayne Delancey umgebracht. Exakt. Und du hast keinen Schimmer, mit wem du es zu tun hast. Auch das ist richtig. Ich liebe das, wenn die kleine Fliege freiwillig ins Spinnennetz fliegt. Die kleine Fliege hat einen Stachel. Wayne hat es verdient. Wer hat dich angeheuert? Bist du eine Killerin? Nein, oh, das sieht dumm aus. Ich werde für magische Sprüche bezahlt. Leg dich nicht mit uns an. Sonst werden du und deine Leute sterben. Naja, die Sprüche sind jetzt nicht wirklich gut. Wer hat dich angeheuert? Wer ist dein Boss? Eine wandelnde Leiche wie du hat sicher andere Probleme. Was zur Hölle willst du von mir? Das war ja nicht mal... Also, hast du das gesehen? Töte Kendra. Lege die Visitenkarte hin. Na gut. Vertrag Shelley Teller. Tiller, sorry. Nehmen wir mit. Kampfrüstung, Kampfrüstung, Kampfrüstung. Und Leder, komm, wir geben uns die. Einfach. Das war nicht die Idee. Wo hat er die Visitenkarte hingetan? Okay, Aluminium. Was hast du hier? Impulsmine. Impulsmine, Impulsmine. Splittermine. Mantids. Siehst du das, MacReady? Siehst du das? Wer ist der Beste? Dann haben wir hier noch ein bisschen Chat für die gute Mama Murphy. Wir machen ein Nickerchen. Und dann würde ich sagen, Silver Shroud hat seinen Job erledigt. Und damit haben auch wir unsere Pflicht getan. Leute, wir beenden an dieser Stelle den Part. Wir haben einen neuen Begleiter. Wir haben Silver Shroud. Oh nein, sorry. Fuck, ich hab erst wirklich keine 5 Minuten, habe ich die Aufmerksamkeitsspanne, richtig? Ah, Vertrag, Vertrag, Vertrag. Wo ist es? Ach, da könnte ich echt mal ablegen. Das ist ja eine Katastrophe. Hier, Vertrag, Shelley Tiller. Ah, untersuchen. Ja, wie jetzt? Weiter? Ah, dies heranzoomen. Ja, das bringt mir nichts. Okay, warum auch immer. Du kannst diesen Gegenstand nicht ausrüsten. Danke für nichts. Na gut, wie auch immer. Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen.
Im nächsten Part geht's weiter. Bis dahin. Und tschüss.